Falls sich einer der Rotorblätter Ihres Quadrocopter nicht dreht, kann das an einem defekten Motor liegen. Um den Motor zu tauschen, trennen Sie erst aus Sicherheitsgründen den Akku und schalten die Fernsteuerung aus. Lösen Sie mit Hilfe des mitgelieferten Schraubenziehers die Schraube an dem Motorkäfig des defekten Motors. Nun können Sie den Käfig über dem Motor entfernen, den Motor abstecken und aus seiner Halterung ziehen. Stellen Sie sicher, den richtigen Ersatzmotor einzubauen. Vergleichen Sie dazu die Farben der Anschlusskabel. Setzen Sie nun den neuen Motor ein und schließen ihn an. Geben Sie den Motorkäfig darüber und sichern Sie ihn mit der Schraube. Um Ihren Quadrocopter auf ordnungsgemäße Funktion zu testen, schließen Sie den vollständig aufgeladenen Akku wieder an und aktivieren Sie die Fernsteuerung. Verbinden Sie diese mit Ihrem Quadrocopter durch ein Hoch- und Absenken des linken Hebels. Starten Sie die Rotoren mit dem Knopf in der linken oberen Ecke der Fernsteuerung. Wir wünschen einen angenehmen Flug.